Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transportfieber Dreiflussland. Heute, ich muss mal so ein bisschen den Taskmanager im Auge behalten, haben wir etwas Größeres vor. Ich habe nämlich vor, Wallen mit, ist das jetzt Wettersbach? Ne, es ist Weitersbach. Wallen mit Weitersbach, mit Grothusenkoog. Mit Gravenwiesbach, mit Bärbaum und mit Soda, wie auch immer man es aussprechen mag, zu verbinden. Hier wird es einen Kopfbahnhof geben. Ich würde dementsprechend dann hier auch direkt beginnen mit dem ganzen Gedöns, mit dem Bauen. Und dementsprechend würde dann die, jetzt muss ich überlegen, wie heißt die Linie? Ist das der richtige Zug? Ja, demnach würde dann die Wallensteinwendenlinie bis dahin so gesehen ausgebaut. Und dasselbe Prozedere machen wir dementsprechend dann auch mit den anderen Linien dieses Dreiecks. Okay, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Und ja, das Ganze wird dann halt im Speedbuild verlaufen. Damit das alles halt ist halt, ne? Das sind halt 5 Stationen, das dauert einfach sonst zu lange. Deswegen viel Spaß bei dem Speedbuild. A fruit and you know that
for the look of my heart to get out of this place. I sense something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple doesn't go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. Wunderbar, dann würde ich ja schon was sagen. Wir brauchen hier nur eine weitere Station. Wir verbinden einfach mal, aber wir machen jetzt hier einfach nochmal eine kleine neue Linie. Ich denke, das sollte sogar schon reichen von der Range her. Boah. Boah. Müssen wir halt gegebenenfalls in der nächsten Zeit mal überarbeiten. So, dann schicken wir, wo haben wir das nächste Ding? Wir haben hier die nächsten, das ist aber nicht das, doch, das war das Richtige. Straßenfahrzeuge, dann holen wir uns einfach mal ein paar Busse dafür. Weiß ich gar nicht, brauchen wir gar nicht so viele, 3 Stück vielleicht. Für zu da 1. Dasselbe Spiel brauchen wir dann nochmal einen Bärbaum, wobei Bärbaum, da passt die Range, da passt die Range, da passt die Range. Das passt ja perfekt, wir sind ja ziemlich gut ausgerüstet, das heißt wir müssen eigentlich noch wieder hier eine Station hinpacken und können dann direkt wieder die Linie machen. Dann brauchen wir auch dort wieder Busse. Auch wieder 3 Stück. So, hier sieht es eigentlich, glaube ich, auch ganz gut aus. Von hier aus können die Leute sogar vielleicht sogar noch hier hin. Aber wir belassen es einfach mal dabei und machen nochmal eine neue und fahren einfach die andere gar nicht an. Das ist natürlich auch eine Idee. Hoppala. Setzen die auf die andere Seite. Sollte eigentlich hier von der Reichweite eigentlich auch passen und dann können wir hier auch eine neue Linie machen für, oh Gott, Grävenwiesbach, holy shit. Hier sind wir eigentlich ziemlich gut ausgerüstet, was das betrifft. Wir können einfach mal hier stumpf gegenüber so ein schönes Depot hinpacken. Und können vielleicht auch dann die andere Linie hier noch ein bisschen mehr anpassen. So, neue Linie. Und dann passen wir noch die anderen Stücken dann gleich wieder jeweils 3 Busse sollten reichen rüber.
Sondern jetzt nochmal jeweils drei Busse. Für Grothusenkrog. Und drei Busse für Weidersbach. Können wir die losschicken? Dann müssen wir noch mal kurz die Bahnhöfe hier ein bisschen anpassen. Und jetzt müssen wir folgende Linie anpassen. Mal abgesehen davon, dass wir hier noch das ein bisschen überarbeiten müssen, das ganze Netz hier. Perfekt. Das ist die Wallenstein-Wendenlinie. Also wieder belastendes Ziel ist dann hier nach. Bitte hier auf Gleis 1. Shit. Jetzt müssen wir schnell sein. So, hier nach geht es dementsprechend hierhin auf nach Weitersbach auf der 2, jawohl. Grothusenkrug auf der 1. Grävenwiesbach auf der 1. Bärbaum auf der 1. Zu da. Da nicht alle Haltestelle verbinden. Von zu da aus geht's nach Bärbaum auf der 2. Grävenwiesbach auf der 2. Grothusenkrug auf der 2. Ja. Weitersbach müsste dem auf der 1. Dann endet es dann wieder in Wallen. Wunderbar. Dann haben wir jetzt hier ja, nehmen wir einfach zu da, Steinwenden. Und haben dementsprechend die Linie auch angepasst. Wunderbar. Oh Gott. Wir können einfach mal gucken, wie so die anderen Linien sind. Wallen, Wallen ist wieder eine andere. Steinwenden 1. Steinwenden Mittelbrunnen ist bei 3 Minuten. Okay. Wie sieht es jetzt mit zu da? Scheinwenden aus, ist bei 17 Minuten. Da brauchen wir auf alle Fälle noch ein paar Züge mehr als nur 2. Genau, das da mit den anderen neuen Linien, da mache ich noch einen automatischen Fahrzeugersatz. Ich würde fast sagen, wir brauchen auf alle Fälle jetzt nochmal 3 Triebwegen. Die fährt jetzt nach Steinwenden Hauptbahnhof. Ja, das beachten halten wir mal im Auge. Wir sind jetzt bei 7 Minuten. 7 Minuten ist noch akzeptabel. Ich muss jetzt mal behaupten, hier. Hier steht echt noch jede Menge Leute, die jetzt scheinbar nach Wallen wollen, aber auch nach. Mit der Mittelbrunn-Mittelbrunn-Linie. Oh Gott. Nach Siegrün wollen die meisten. Das ist natürlich praktisch, dass dieser Zug, glaube ich, auch gleich wieder herkommt und da Leute mitnehmen kann. Ja, von den alten Bahnhöfen haben wir bisher nur Horbuch und Altenkunststadt upgraden können. Also upgrade, sage ich mal. Also Altenkunststadt hätten wir, glaube ich, gar nicht machen können nach der Devise hier. Wir nehmen
so und so vielen Leuten, die erst mit. Aber gut. Also ab 1500 Einwohnern upgraden wir erst, aber das ist ja auch halb so wild. Wir werden noch die Einwohnerzahl erreichen. Genauso wie Steinwänden. Steinwänden hat jetzt eine deutlich bessere Anbindung. Ist aktuell bei 1149, aber man sieht ja, hier warten halt doch schon eine Menge. So viele wie hier warten, können gar nicht wirklich mitgenommen werden. Da kommen auch wieder richtig viele dazu, die hier mitfahren wollen. Das ist echt krass. Und man sieht auch natürlich auch hier, wie viele Leute hier auch schön rausgehen. Es kommen viel mehr gefühlt gerade an, als mitgenommen werden wollen. Belastend, dass jetzt gerade so ein bisschen am Lecken ist. Bin halt nebenbei noch im Hochladen. Aber eigentlich sollte das kein Problem sein. Warum auch immer, dass es sich leckt. Kann auch an Windows liegen. Es gab ein Windows-Update, was ich installieren muss. Vielleicht liegt es daran. Who knows? Aber dass die Grünen wollen immer mehr mit, ne? 125 mit da Wallen auch noch jede Menge. Destination 6. Hier warten sehr viele. Die Wallen ist die andere Stein. Die andere hier Mittelrundlinie, genau. Da haben wir sie ja. Das heißt, da werden gleich jede Menge Leute mitgenommen, wenn sie gleich wiederkommen, aber. Wir haben natürlich jetzt gerade bei dieser Strecke vor allem bei der Siegrön, ach nee, doch, ist das, nee, gar nicht wahr, weiß ich gleich nochmal, bei der Wallen-Wallen-Linie haben wir natürlich jetzt gerade ein bisschen Probleme, sag ich mal, weil halt hier gerade so viele Leute, aber wir halt auch auf den Zug hier warten, auf die, den zweiten haben wir jetzt gerade, ich glaube, der dritte kommt jetzt gleich noch. Verkehr nimmt natürlich zu, wir werden vermutlich in der nächsten Folge wieder mal eine Mitfahrt machen. Wir haben ja so gesehen, hätten wir vom Prinzip her 4 Strecken, die wir fahren könnten, von der Mitfahrt machen könnten. Sowohl mit der Wallen, als auch mit der Mittelbrunnen könnten wir eine Mitfahrt machen. Wir könnten mit der jetzt verlängerten, mit der zu da Steinwänden könnten wir eine Mitfahrt machen und wir könnten mit einem Güterzug eine Mitfahrt machen, mit dem Ölzug. Ich muss sagen, ich finde das echt nice, wie die Leute hier immer so rauskommen. Also das sieht schon cool aus, so die Massen. Auch die Massen, wie sie hier am Bahnsteig stehen, ist natürlich ineffizient as fuck. Aber. Ja, ne? Da, die kommen schon alle noch weg. Es ist halt einfach so, dass die Züge noch nicht wirklich wieder da gewesen sind. Aber ja, wir müssen mal schauen, wie wir das so dann machen. Also ich habe auch noch vor, eine Schnellfahrstrecke zu machen mit, weiß ich, maximal 5 Stops, wo wir halt den TGV drauf fahren lassen. Dann müssen wir halt gucken, wie wir das dann gestalten. Ob wir eine Umgehungsstraße und Strecke machen oder nicht. Ja, ihr könnt ja mal, wenn ihr Ideen habt, das in die Kommentare schreiben. Da sind jetzt auch wieder einige rausgekommen, sind auch einige ausgestiegen oder hingegangen zum Bahnhof, die aus dem Bus ausgestiegen sind. Eigentlich müsste jetzt mittlerweile langsam so einer von den beiden Fernzügen wiederkommen, ne? Ah, da kommt ja der eine. Merkt man schon an der Geschwindigkeit. 130 und 200 Kilometer pro Stunde sind halt ein großer Unterschied schon. Also sind schon fast doppelt, ja, ne? Leicht übertrieben gesagt, doppelte Geschwindigkeit. Heißt, es werden jetzt einige mitgenommen, sofern noch Platz ist. Okay, es ist sogar noch Platz. Die Hälfte sogar noch exakt.
Kommen auch wieder einige aus dem Bus, die ausgestiegen sind. Kommt auch schon wieder der Gegenzug, der... Ach, ich müsste lügen, was war das jetzt für einer? Der Wallenwallen? Ja, der Wallenwallen, genau. 2,83 Millionen, da sind einige jetzt am Aussteigen. Eieieiei. Kommen auch, glaube ich, gar nicht mal so viele jetzt gerade mit, aber das ist natürlich auch halb so wild. Da kommt es so vor, als ob der Zug, der uns gerade entgegenkommt, kürzer ist als die anderen. Kann das sein? Nee, okay. Es sah nur so aus von der Perspektive her. Schauen wir uns nochmal an, wie die aussteigen, wie die einsteigen vor allem. 454.000. Das sollten jetzt ein paar mehr einsteigen, hoffe ich mal. Ansonsten müssen wir mal überlegen, ob wir da vielleicht einen weiteren Zug noch auf die Strecke schicken. Denn hier warten ja doch schon einfach mal unfassbar viele Leute. Müssen wir mal schauen, vielleicht, also wir hätten prinzipiell ja die Möglichkeit, aber wir haben den Spielraum auf alle Fälle den Bahnhof hier noch abzugraden. Wie viele sind hier drin? Nur 12 Stück, das heißt, es werden wieder einige mitgenommen. Es warten schließlich noch 78 Leute, die sollten eigentlich alle mitgenommen werden können. Dann sollte sich der Bahnhof jetzt auch wieder leeren. Ja, das passt ja perfekt. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich jetzt mit diesem abfahrenden Zug. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir eine Mitfahrt machen. Ja, da wir mehr Personenzüge zur Verfügung haben, wo wir Mitfahrt machen können als Güterzüge, wird es vermutlich eine Person mit Personenzug Mitfahrt sein. Ja, hallo, danke. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.